Da unter mir. Ja, okay. Treffen tue ich hier gar nichts. Das war knapp. Also, ich fahr euch platt. So, ich muss weg. Ach, die krieg ich eh nicht. Doch. Nope. Na komm, jetzt noch einmal. Ah, oh, war ein Glückstreffer. Guten Tag, liebe Kuktuk. Guten Tag, liebe TikTok-Community. Ja, Battlefield hat sein erstes Update bekommen, von dem man irgendwie so gut wie gar nichts merkt. Okay, gut. Wollen wir nicht so sein. Der Hovercraft ist natürlich schwächer gemacht worden und man kann auch wiederbelebt werden und die Kugeln treffen dahin, wohin sie sollen. Außer im Jet. Man ist zwar irgendwie, ja, mit seiner Zielvorrichtung drauf, aber gehittet wird ja kaum irgendwie was, aber das möchte ich euch gleich noch im Video zeigen. Naja, gut. Hoffen wir mal, dass das nächste Update etwas Spürbares bringt, denn was mir jetzt schon die ganze Zeit auf den Sack geht, ist, dass man eine halbe Stunde so über die Map läuft. Digga, wie? Und dann quasi so weggemacht wird. Deswegen habe ich für mich beschlossen, erstmal nur die Fahrzeuge zu spielen. Also viel Spaß und vergesst nicht, das Video zu liken. Da fährt einer. Der einfach mit einem Schuss. Den ganzen Trupp weg. Ich weiß einfach nicht, wie man mit diesem Ding da drüber halten soll. Wenn der rote Punkt drüber ist, hittet da nichts. Jetzt war mal einer. Da geht alles daneben. Es geht alles daneben. Doch nicht alles daneben. Da ist irgendwie so ein kleines Auto. Oder ein Panzer. Komm, wo ist er? Da ist er irgendwo. Da, da ist er. Und Abflug. Das ist so geil. Also das macht wirklich Spaß. Da ist der Hund. Wie man auf dieser Entfernung vorhalten muss, ist unfassbar dämlich. Er kann noch ein bisschen. Gönnt er? Er ist vorher ausgestiegen, er gönnt nicht. Hund. Oh ja. Nein, nicht aussteigen. Steck wieder ein. Jetzt. Was passiert jetzt? Michael, Auto fahren darfst du. Ja. Und das sind auch keine Probleme für dich. Nein. Kein Kommentar. Falsche Taste. Ich gönne mir hier mal einfach die extra Tarnung. Die kann man auch im Shop kaufen übrigens. Ja. Das sind gleich zwei Anti-Airs. Das smoked sich ein. Er hat verkackt. Ganzer Trupp drin. Und weiter. Ich bin kein Flugzeug, ich bin eine Kampfdrohne. Und ich bin ganz schön gefährlich. Ja, sag ich ja. Okay, hier ist keiner mehr. Schweben wir mal hier rüber. Schweben. Ach,
Der war aber knapp, Alter. Der wollte mir die Rakete am Kopf werfen. Los, los. Nein, 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 nein. Das ist zu tief, das ist zu tief. Höher, 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 höher. Gib Gas. Und weg. Okay, das war nix. Von da oben. Vom Turm. Das ist ja auch jeder Vollidiot, der jetzt mit Raketenwerfer rumlaufen kann. Das ist auch ein bisschen nervig. Das war bei Battlefield 3 ein bisschen besser. Nicht mit dem Panzer. Legt euch nicht damit an. Oh. War wieder ein Flugzeug. Ich hätte jetzt gedacht, die Rakete kommt nicht von hinten. Da oben. Ja, genau. Hab nichts gehört. Okay. Er gönnt aber. Ja, komm. Er gönnt. Er steigt nicht aus. Der Erste. Hier wo eine Melodie tappen kann. Oh, ich muss mir Heli-Kollegen helfen. Gerade Stress. Ich habe den Kill nicht gekriegt, aber ich glaube, ich habe ein bisschen was dazu getan. Ich bin doch drauf! Hallo! Ach ja, genau. Ich verstehe es nicht. Ihr kriegt ja erstmal ein Willkommensgeschenk. Naja. Verschießt. Ja, sein Meldesflug, der geht direkt raus. Wer bumst mir hier diese Sachen auf den Kopf? Der Heli. Da ist einer. Ach, kleiner. Nightbird. Nightbird kriegt jetzt. Hä? Der war noch drin, oder? Den kriegt er jetzt in den Arsch. Sag ich auch. Oh, ein Apache. Ich krieg mein Rüssel nicht hoch genug. Ich krieg mein Rüssel nicht hoch. Ja, komm, noch ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Und jetzt. Lass doch auch noch klappt. Ja. So kann man mit dem Panzer halt auch ein bisschen rumsniden, oder? Fällt das wohl? Panzer ist wirklich noch heavy. Das beste Fahrzeug in dem ganzen Spiel. Da hinten ist ein Anti-Air. Ich sehe nicht mehr. Zweiter Hit. Ja! Haben wir ihn. Den nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, ich muss da unten helfen. Ja. Und noch ein. Zeig dich. Vier. Das ist Infanterie hin da. Ich muss auch was machen. Oh. Hinter mir war einer! Das glaubt mir kein Schwein. Gut, dass er kein C4 hatte. Ach, C5. Ja. Ja, komm, hör doch auf, der hat doch gesessen, oder? Jetzt fliegt er weg. Und da kommt der nächste.
Naja, immerhin. Wie links. Chat schreibt links. Weiter den einen da, oder wie? Da ist er. Oh, das wird. Ein Panzerduell. Ach hier, mein Mage ist ausgestiegen. Ich hoffe, der unterstützt ein bisschen. Kurz, Panzergrenadier hier. Das ist der. Ja, das ist natürlich klug, ne? So, Panzergrenadiere mit hat, die aus dem Fahrzeug dann das Fahrzeug absetzen. Und dann mit draufhalten. So wird's tatsächlich auch in echt gemacht. Das hat er verkackt. Sehr gut, sehr gut. Gutes Team. Steig wieder ein. Ich bin ein Panzer, um mich kriegt gar keiner tot hier. Na los. Na endlich. Na endlich. Ist da noch jemand? Das hat ja einen Grund, warum ich nicht einfach zu den Flaggen hinfahre. Wenn ich da reinfahre, dann gucken mich 5 Raketenwerfer an. Und so schnell kann ich den Turm gar nicht drehen. Ich da dann, wie ich gerne möchte. Deswegen ist es manchmal wirklich besser, den Weg für die Infanterie freizuschießen. Um das Entdeckungsfeuer zu geben, statt da reinzubrettern. Weil es macht. Ich habe schon versucht, es bringt einfach nichts, da durchzuballern. Da reinzufahren und der Panzer geht dann halt einfach so kaputt. Hinter mir! Ein Hovercraft. Bazzi, Alter! So wird's gemacht. Deswegen bleib ich hier stehen. Na komm, wir versuchen es doch mal. Nehmen jetzt die Flagge ein. Ah, okay, mein Trupp könnte jetzt absetzen und mich ein bisschen unterstützen, um die Infanterie vom Leib zu halten. Ja, kommt aber keiner. Den haben wir. Ja, da kommt noch einer. Turm, geh rum. Halt ihn, die Rüssel dahin. Ah, das bringt nichts. Oh, oh. Oh, oh. Weg. Siehst du, das ist... Deswegen nehme ich keine Flaggen mit dem Panzer ein. Aus dem Grund, weil es macht einfach keinen Sinn. Man hat gegen Panzer auch so Close-Distanzen überhaupt gar keine Chance. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Ich muss mich jetzt um meine Alte kümmern. Und deswegen lasst ein Abo da und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ich sage erstmal tschüss und bis zum nächsten Video.